Hasselcheck, du Lügner! Zuerst sind es vereinzelte Zwischenrufe. Später ziehen kleine Gruppen durch Halle 3 der Leipziger Buchmesse. Antifaschistische Sprechchöre gegen den rechten Antaios Verlag und seinen Gründer Götz Kubitschek. Dem gegenüber stehen Anhänger von Antaios, darunter Mitglieder der Identitären Bewegung. Schon im Vorfeld der Leipziger Buchmesse hatte es hitzige Diskussionen über die Teilnahme rechter Verlage gegeben. Eine politische Diskussion wollten die Veranstalter damit erreichen. Wie die aktuellen Bilder zeigen, ist von einem Dialog aber nichts zu sehen.